Seine Majestät Gehardus I., Kaiser von St. Margareten und Roptolien. Ja, wo ist er denn? Alles auf und ein bisschen klatschen, bitte. Wir haben mal Löhr gehabt, Majestät, geht schon wieder. Aber so. Scherben bringen ja eh Glück, Seifenstein. Na, ist er wieder zurück im Dienst nach seinen Abenteuern, der Seifenstein? Einmal bei diesen Dancing Stars und dann heißt die Sendung da mit dem glotzerten Moderator? Ja, Majestät meint sicher, was gibt es Neues mit Oliver Bayer? Genau die. Aber wie stellt er sich das vor? Der Seifenstein, es ist schon länger im Fernsehen und öfter im Fernsehen als bei uns in der Amtsstube in der Kaiserlichen. Ja, Majestät, mit Verlaub, ich muss mir dazu verdienen, wo nur geht. Weil mit den kaiserlichen Salär komme ich bei weitem nicht aus. Und das steht auch in keinem Verhältnis zu meinen Fähigkeiten. Du hast schon recht mit dem Verhältnis zu seinen Fähigkeiten. Aber wir können ihn ja nicht ganz verhungern lassen. Wie, meine Majestät? Ihr braucht nicht zu schauen. Er weiß ja, was da voriges Jahr bei dieser lokalen Bockbierveranstaltung passiert ist. Und das nur deshalb, weil er mich kläglich im Stich gelassen hat und diesen unzuverlässigen Senioris-Seifenstein geschickt hat. Ich weiß nicht, ob er den ausgeräumt hat. Ja, mein Majestät, wenn ich mir dazu eine Bemerkung erlauben darf, es tut mir natürlich außerordentlich leid, was Eure Majestät passiert ist. Aber das gemeine Volk hat mir berichtet, dass Eure Majestät etwas zu tief ins Glasl geschaut hat und deshalb auf sein kaiserliches Antlitz gefallen ist. Was erlaubt er sich, der Frechheit, Herrn, meine Trinkfestigkeit in Frage zu stellen? Und hören Sie mal auf mit diesen Spompernadeln. Dann sagen Sie mal lieber, wenn wir heute zur Audienz haben. Aber Majestät, es ist heute ein hochrangiger Herr unseres Marktes, ein Unikat. Ein Mann, der was nicht nur in St. Margareten, sondern auch über die Grenzen hinaus bekannt ist. Jetzt hast du das Original auch einen Namen heraus mit der Farbe. Majestät, in seiner aktiven Zeit war er leidenschaftlicher und erfolgreicher Landmaschinenverdreher. Ich meine natürlich Vertreter. Und außerdem war er natürlich auch Alleinunterhalter oder ist er noch Vizekaiser, Schnapserkönig. Aus, ich will den Namen wissen. Majestät muss noch wissen, dass dieser Herr nicht durch seine Körpergröße, sondern durch seine Persönlichkeit hervorsticht. Und sein Name, wollen Sie wissen? Bitte, den Namen. Sein Name ist Franz Platzer. Na weiß, dann geht eh. Dann wollen wir diesen Franz Platzer hereinbeten. Bin schon neugierig. Sehr wohl, Majestät, sehr wohl, Majestät. Der hohe Herr der Marktgemeinde St. Margarethen, Herr Franz Platzer, bitte möge eintreten. Mein Gott, lieb. Majestät. Majestät. Wir haben jetzt ein kleines Problem, Herr Franz. Sie sind erst später dran. Bitte noch, ich darf Sie runter begleiten, bitte. Ich freue mich, dass Sie persönlich anwesend sind. Platzer, Sie sind später dran, aber er darf schon achten und zollen. Ja. Das geht schon. Also, Kaiser. Der holt sich mal aus am Sessel her. Was hat der Herr jetzt wollen? Der heißt auch Franz Platzer zufällig? Ich weiß nicht. Na, werden wir schauen. Hat Majestät, einen Doppelgänger. Majestät, ich möchte mich vorweg einmal für die liebe Vorladung bedanken. Was? Seifenstein, hat unsere Hofdruckerei da einen Fehler gemacht? Vorladung? Nein, Majestät, ich habe einen Durchschlag dieser Einladung hier. Da steht eindeutig Einladung drauf. Na, weißt du. Majestät, da habe ich wahrscheinlich wieder irgendwas verwechselt. Vorladung und Einladung. Nein. Majestät. So lieb.
Ja, ja. Mit Vorladung und Einladung habe ich es halt so, mein Gott, Majestät, da habe ich wirklich einmal eine Vorladung gehabt in der BH, im Verkehrsreferat, in Weizhaum, beim Stühlinger. Stühlinger. Ja. Und da bin ich hingekommen und habe gesagt, lieber Herr Doktor, ich bedanke mich recht herzlich für die nette Einladung. Boah, der hat mich aufgeputzt. Majestät, Majestät. Es ist halt so ein Verkehr vorne. Ist ja nichts passiert. Das ist mehr von der Putzerei, bitte. Ist ja nichts passiert, aber das muss ich Majestät erzählen. Es war nämlich so, da bin ich halt gefahren, ein bisschen mit dem Auto, gell. Und, aus jetzt da! Seifenstein, dass du gar nicht zu bremsen hörst, wie der Sprudelbeutel. Majestät, aber ein Witz vielleicht. Nein! Platz der Platzer! Jetzt redet einmal der Kaiser. Majestät, bitte. Nur eine kleine Zwischenfrage. Gibt es im kaiserlichen Weingarten auch flüssige Trauben? Was? Was hat er da gesagt? Flüssige Trauben? Majestät, mit Verlaub, Majestät, ich habe das Vorleben des Herrn Platzer studiert und habe vorsorglich schon ein Flaschel Wein aus dem kaiserlichen Weinkeller besorgt. Ja, sowas, das... Ja. Mein Gott, lieb. Seh, Seifenstein, das hat sich bei der Audienz noch nie gegeben. Erst saufen schon bei der Audienz, das haben wir noch nie gehabt. Erst. Majestät, wie heißt so, man hätte Gott gewollt, dass wir Wasser trinken, hätte nicht 90% davon versalzen, gell? Ja. Ein liebes Kind. Und da passt ein guter Trinkspruch dazu, Majestät. Das Wasser gibt dem Ochsen Kraft, dem Menschen Bier und Rebensaft. Drum danke Gott als lieber Christ, dass du kein Ochs geworden bist. Ja, ein liebes Kind, Majestät. Aber Seifenstein. Trinkt der Platzer immer allein? Ich habe gedacht, Majestät beliebt es nicht, während Audienz Alkohol zu trinken. Aber bitte sehr, ich habe glücklicherweise noch ein zweites Glas und vorbereitet. Ja, der animiert mich ja dazu direkt. Bitte sehr. Gutes Tröpfel, Majestät, gutes Tröpfel. Aus dem kaiserlichen Weingarten natürlich. Ja. Nächstes Jahr schaut es ein bisschen Tür aus, aber wir werden schon drüber kommen. Ein liebes Sund, Majestät. Majestät, was ich anmerken möchte, der Herr Franz Platzer stammt aus sehr christlichen Hause, wo seine Geschwister zu Ordensleute, Priester und sogar Wallfahrer berufen wurden. Ja, das stimmt, Majestät. Mein Bruder, der Pfarrer, der hat mich dann immer auch mitgenommen, um den Wein auszusuchen, den Messwein. Und dafür mein gute Draht zum guten Tröpferl, gell? Na, weißt du, Platzer. Der Seifenstein, ich glaube, wir müssen nachschenken. Der ist sehr schnell beim Trinken. Ja, sehr gut, ja. Ich verdursten lassen. Ich bin auch nicht schlecht, aber da komme ich fast nicht mit. Aber bis zum Ende der Audienz wird es auch nicht reichen, nicht wahr? Mir hat mein Bruder immer gesagt, wenn man den Wein ohne Anlass trinkt, ist es Sünde. Mit Anlass ist es Gebet, also lasst uns beten. Alles Gute. Majestät, ich muss wissen, dass der Herr Franz auch ein leidenschaftlicher Jäger war und auch noch ist, aber bei den letzten Jagden eigentlich nur mehr Weidmänner getroffen hat. Das kann ich nicht. Der Schüsseltrieb, kann ich mir na, bravo, jetzt ist mir was passiert, Kaiser. Ja. Ich habe ja Geschenke mit für den Kaiser. Schnapsgarten habe ich mit. Platzer, was sie mit den abgegriffenen alten Schnapsgarten anfangen? Weißt das sind von der Maria Theresienzeit her. Weißt du, das sind ganz besondere. Das sind Bruchkarten, steht da oben, Brucher. Das sind ganz besondere. Weißt du, mit denen habe ich schon 500 Bomben gegangen. Und wenn Majestät mit mir jetzt mal spielt, dann haben wir 500 Dollar gegangen. Ja, das heißt Platz sein, sag mit dem Blödsinn. Erst einmal lieber trinken. Liebes Kind, Majestät, da passt uns dazu. Majestät, muss ich was erzählen? Bitte. Da war ich eingeladen, gell, beim guten Freund zur 80er Feier, gell, 80 Jahre alt. Hab ich gesagt, als Geschenk habe ich. Bleiben Sie stehen. Hab ich, hoppla. Nein, nicht, dass dein Majestät denkt, ich bin schon rauschig. Nein. Weil rauschig bin ich erst, wenn es mir aus der Liegende schmeißt. Platzer, kann er mir das bitte zeigen, wie es da liegen schmeißt? Später, Majestät. Später. Aber er schmeißt nicht mehr gut. Majestät, und da habe ich dann, habe ich gesagt, ich habe ein Geschenk hab ich mit, eine gute und eine schlechte Nachricht. Nein, alles dann heraus mit der Die Farbe. Gute Nachricht ist, habe ich gesagt,
Ich habe für dich eine Striptease-Tänzerin bestellt. Sehr gut. Und was war die Schlechte? Die Schlechte ist, habe ich gesagt, die ist mit dir Schule gegangen. Ha! Ah. Seifenstein, schon langsam gefällt mir der Platzer. Der bringt ein bisschen Schwung in die Audienz. Das könnte ich am österreichischen Hof auch gebrauchen. Dann könnte ich endlich meinen obersten Hofmeister vor die Tür setzen. Das ist unser höchster Beamter, schauen Sie ihn den an. Das ist ja furchtbar. Aber ich glaube, den Spruch haben Sie schon ein paar Mal gehört, gell? Aber mir gefällt das sehr gut. Majestät, mit Verlaub, wieso muss ich immer derartige Beleidigungen hinnehmen? Okay. Majestät muss wissen auch, dass wir Obersthofmeister jetzt schon gewerkschaftlich organisiert sind. Sie werden einen Brief von höchster Stelle erhalten. Aber zum Herrn Franz möchte ich noch anmerken, Majestät, die Spezialität des Herrn Franz bei der Jagd ist ja der Schüsseltrieb nach der Jagd und da hat er seine Auftritte. Und ich meine, Majestät, das wäre doch für die kaiserliche Jagd vielleicht auch eine super Sache. Ja, grandiose Idee, Seifenstein. Dann werden wir diesen Platzer bei der nächsten Jagd im Herbst einladen. Aber bitte, mit Platzpatronen, das wird ja für den Platzer kein Problem sein, nicht wahr? Mein Gott, Kaiser, dass ich das erleben darf. Ich bin ja so froh. Aber, Majestät, es müsste halt schon bald einmal sein, weil länger wie 20 kann man es nicht mehr machen. Ja, hoffentlich. Majestät, ich gebe zu bedenken, dass das Budget für diese Jagd etwas aufgestockt gehört. Es ist weitläufig bekannt, dass der Herr Franz wesentlich mehr Sprit braucht als sein Auto auf 100 Kilometer. Platzer, stehen Sie auf und den großen Dank, Herr, wo tut das hin? Der leidenschaftliche Schüsseltriebjäger, nicht wahr? Aber setz dich, Platzer, weil du wackelst mir schon ein bisschen. Aber eine andere Frage, Herr Platzer. Wie hat er das da gemacht bei seinem Landmaschinenverkauf, damit er so erfolgreich war? Nur mit Schnapsen und Saufen? Majestät muss wissen, dass der Herr Franz auch jetzt noch als Konsulent ein bisschen tätig ist und seine Freunde oft beim Kauf der Landmaschinen etwas behilflich ist. Beim Hirzer Hans und Schellauf habe ich gehört. Das darf er noch. Oh. Ich weiß nicht, ohne Registrierkasse mache ich das, Majestät. Ohne Registrierkasse. Müssen Sie da keine mitführen? Nein, ich tue nichts mehr. Majestät, ich tue. Schreibt mich schon wieder an. Ich tue da nichts mehr. Das hat sich zufällig so ergeben. Mit meinen Freunden bin ich weggefahren. Mein Hirzhaus, mein Schorlauf. Das sind die runtergefahren. Majestät. Bitte, bleib so mal Abstand. Majestät, das sind runtergefahren zu meinem guten alten Freund, zum Jan Drisewitsch Hermann. Nach Strem sind sie gefahren. Und den kenne ich schon seit Jahrzehnten. Majestät, mit denen habe ich Geschäfte gemacht. Rund um die Uhr habe ich Geschäfte gemacht. Man muss für dieses Geschäft geboren sein. Das sehen Sie. Man muss geboren sein, weil die besten Geschäfte machst du dann erst einmal, wenn du was getrunken hast. Und ja, man muss auch stehen geben, weil die Täten an der Bar haben. Majestät, ich habe es gesund. Majestät, diese Steherqualität des Herrn Franz kann ich nur bestätigen, da ich schon des Öfteren neben ihm zu stehen kann. Was? Seifenstein, Sie als mein oberster Beamter, ja, Wenn ich meinen Frust hinuntersaufen muss, wenn mich aber Majestät so schlecht behandelt. Nehmen Sie das nicht so ernst, das war nur ein Spaß. Ich mag Sie ja recht gern, Seifenstein. Ich streichle Sie dann im Hofkeller, gell? Sie lassen es nicht heraushängen, ja. Aber nur streicheln, gell? Dabei bleibt es ja. So, Platzer. Alles Gute. Lebt gesund. Alles Gute. Also, ich hätte eigentlich fast ausgetrunken. Sieh, was ist mit dem Platzer? Der tut noch trinken mehr. Was ist los? Jo. Ja, bitte. Und da ist auch nichts mehr drinnen. Wieso nicht? Ja, wollen die Herren vielleicht schnapsen? Was schnapsen? Das ist eine gute Idee. Der Platzer. Das ist eine gute Idee. Ich würde so gern schnapsen. Heute ist ein schöner Tag, machen wir ein Bommerl, ha? Ja, muss das sein, ja, ein Bommerl. Majestät, wie heißt es so schön? Wenn es draußen schön und heiter ist, steht überall ein Polizist. Doch schneit es oder gibt es Regen, kannst nirgendwo ansägen. Ja. Lieb's gesund, darf ich gern machen. Ja. Warum will Majestät nicht schnapsen? Kennt Majestät das Bauernschnapsen nicht? Oder ist ihm das Bauernschnapsen zu minder? Ja, Seifenstein, was sind mit den abgefuckten Karten mit dem Platzer schnapsen? Und außerdem ist ein bisschen ein Schlitzohr, da müssen wir aufpassen. Gehen du ich. Nein, ich tue mich, weil der fängt das schon an mit der Geberei. Also. Majestät, ich habe gesehen, der Herr Franz hat nichts mehr zu trinken, die Flasche ist leer. So können Sie nicht schnapsen, Majestät. Ja,
Mir kommt vor, der spuckt nichts mehr, ist schon trocken, gell? Aber das ist auch klar, dass solche Originale wie der Platzer nicht lange auskommen mit so einem Rebensaft. Da müssen wir gleich eine größere Bottle bestellen. Augenweide, bitte bringen Sie eine größere Bottle, dass uns auch was übrig bleibt. Oh, meine Damen und Herren, ein schönes Stückerl, nicht wahr? Das ist die Schwester von der Knacker. Mein Gott, lieb. Aber jetzt dürfen wir den Seifenstein auch was einschenken. Na, der bravo. Schaut mal schon sehr trocken aus. Danke, Franz. Magst du warten, Franz? Du kommst auch noch dran. Der Kaiser, die Augenweide trinkst gar nichts. Schade. Schade. Platzer. Ein Lebensgrund, Majestät. Ein Lebensgrund. Ist lustig mit dem Platzer da, ja? Augenweide. Ja. Vorher schauen zum Kaiser, bitte. Heute ist wieder so ein Tag. So ein richtiger Tag, so ein Überbleiben, Majestät. So ein Überbleiben. Wie heißt es so schön? Manchmal wünscht man sich ein trautes Heim und dann traut man sich nicht heim, gell? Ja. Das ist mir bei der Kaiserin auch schon mal passiert. Erlebensgrund. Majestät. Greifst du schon wieder an? Ja, ich bin das so gemein. Hol ich Ihnen? Majestät. Oder nur der Rock? Majestät, bitte. Ich habe so eine Freude heute, dass ich jetzt sprachlos voll bin. Sprachlos. Nein, das sieht man aber nicht und hört man nicht. Und dafür möchte ich mich auch erkenntlich zeigen. Na, gute Idee. Ich möchte, Majestät und den Obersthofmeister, nach der Audienz auf ein Glas zum Dorf wieder einladen. Weil da haben wir die alte Chefin, das ist noch aus der Monarchie, ohne die Sophie. Ah. Der hat eine Freude dann. Der Frau, ist das ähnlich mit den Schnapskarten, das Alter? Ja, so ähnlich, ja. Aber, Platzer, das war die beste Idee des heutigen Abends. Da werden wir natürlich die Audienz auf schnellstem Wege beenden. Und der Herr Platzer darf sich jetzt zurückziehen, um schon alles dort beim Dorfwirt für einen Umtrunk vorzubereiten. Majestät? Liebst du? Majestät? Darf ich noch? Nichts mehr? Bitte. Bevor ich gehe und der Obersthofmeister wieder telefonieren, ohne Witz, Majestät. Aber der Letzte. Ja, der Letzte. Wie heißt das schon? Geht die Magd zum Maskenball, ist sicher Karneval. Geht sie schwanger in den Stall, war ein schöner Maskenball. Erlebst du? Platz, erste Masse. Majestät, bitte. Die Hofbildstelle hat berichtet, dass der vorher aufgetretene Platzer noch immer da ist. Das ist ein Doppelgänger, dieses Herrn Platzer. Ja, dann wollen wir ihn endlich auf die Bühne lassen. Das ist ja ganz geil. Bitte, Herr Platz, komm auf die Bühne, jawohl. Auf, Leute, ein Glaserl noch, bitte. Ein Glaserl in leer gehalten. Am Mikro haben wir gleich mehr. Mikro. Doppelgänger, ja schau, das ist schön. Du, Franz. Das muss mir mehr Platz. Die Hosen geben wir schon. Platzer. Hau schon mal die gleiche an. Normal fangen wir beim Kaiser an, nicht beim Platzer. Platzer. Ja, bitte. Ja, super. Super. Ist das nicht lieb? Ja, das ist mehr lieb. Danke. Ob ich muss nur den Besten, ihr kennt schon den Besten. Platzer, können Sie einen kleinen Witz erzählen fürs Publikum, dass die uns freuen? Ja, genau. Was halt du? Sie hat gesagt, Sam, du, wenn ich mal stirb, schlafst du dann mit der anderen Frau. Und er hat gesagt, wenn du brauchst, dann nicht sterben. Seit wann holst du das Glas da oben? Holst du es immer anders nochmal? Ja. Also,
Hey Platzer, wir sind noch nicht unten im Keller. Die zwei Platzers dürfen sich zurückziehen, aber sie müssen wirklich brav sein. Was denn? Im kaiserlichen Weingarten, in den Keller darf man zurückziehen. Bitte, zurückziehen. Alles gut, er lebt gesund, er lebt gesund. Alles gut, er lebt gesund. Seifenstein, so lustig war ich schon lange nicht mehr, nicht wahr? Hab's ein bisschen gelacht, gell? Habe die Ehre, es war sehr schön, es hat uns sehr gefreut. Minuten Pause.